You need to know that I'm a So, damit hallo und willkommen zu einer neuen Folge und damit heute auch zum Finale, zum Grip-Finale hier in Nippos Posse. Wir gehen nämlich heute gegen den Grip King los, gegen Ray Krieger in drei Events. Müssen wir gegen ihn antreten und ja, das ist heute der Plan. Damit würden wir dann Grip abschließen. Mach dich bereit, mehr Duellen, die dein Können auf die Probe stellen, gegen den Grip King anzutreten. Aber dich nach oben, indem du den King in jedem Rennen besiegst und der Krone des Kings immer näher kommst. Aber denk daran, nur der erste Platz zählt, also starte den Motor und schnall dich an für den liebsten aller Rennen. Ja, wir haben drei Rennen gegen Ray Krieger, einmal Grip, einmal Sektorschuhe, sowie einmal Zeitfahren. Die drei Events müssen wir schlagen und dann haben wir eine Chance, ja, uns selber als Grip King nennen zu dürfen. So sieht's aus. So, wir suchen natürlich wieder unsere Babys aus, wir nehmen den GT2 mit. Wir nehmen natürlich auch den R34 mit und mit den beiden Babys geht's jetzt rüber. Und dann versuchen wir doch mal, ja, Ray Krieger das fürchten zu lernen und uns hoffentlich doch auch die Krone zu holen. Das wäre für dieses Ziel. Ja, schauen wir mal. Wir haben das erste Rennen, was wir gegen ihn fahren müssen. Ist ein schönes Zeitrennen in Willow Springs 2. Und haben auch vier Runden sogar Zeit. Ich überlege gerade, welchen Wagen wir als erstes nehmen. Ich glaube, wir nehmen den GDR. Und dann den GT2 nochmal und am Ende nochmal den R34, weil es, glaube ich, ja, die beste Methode wird. Ray Krieger ist hier, um seine Krone zu verteidigen. Der Grip King hat eine Abneigung gegen solche Senkrechtstarter. Seht euch das an, Cooper scheint den Grip King wohl ein bisschen wütend gemacht zu haben. Hey, das wäre nicht nötig gewesen, Krieger. Der Grip King sagt, wenn Cooper bis zum dritten Rennen durchhält, sitzt er die Papiere seines nagelneuen M3. Ja, dann wollen wir doch mal. Er setzt seine Papiere ein, ja, dann wollen wir uns doch mal die Papiere seines M3s holen. Das Schöne hier bei den Zeitrennen, hier startet man zeitgleich mit dem King. Also hier gibt es keinen Startvorteil. Und wir haben ein Biest. Und wir wissen, unser R34 hat es drauf. Und der M3E92 ist nicht unbedingt das beste Auto in der Klasse. Aber ja, wir wollen natürlich den King wählen. Wir wollen natürlich auch sein Auto gewinnen. Und eigentlich habe ich auch Bock am Ende, wenn wir gegen Rio antreten, den Showdown King, weil da fährt man ja so gut wie in allen Disziplinen. Da möchte ich eigentlich dann die King-Fahrzeuge nutzen. Da habe ich nämlich Bock drauf, dass wir die Fahrzeuge mit der einzelnen Kings nutzen. Dass wir in den Grip mit Ray Kriegers Auto besiegen und allem drum dran. Das wäre sehr, sehr geil. Dementsprechend müssen wir mal reinhauen. Wir wollen Ray Kriegers E92 uns holen. Ich will eigentlich Zeit fahren. Ich hacke ja schon rüber, als würden wir gerade Rundkursrennen fahren. Aber direkt mal eine gute Einstiegszeit wäre nicht verkehrt. Jetzt schauen wir nochmal. Und wir sind aktuell deutlich schneller. Wir haben natürlich einen Allradvorteil. Das ist natürlich die Sache. Im nächsten Rennen ist der Vorteil nicht mehr da, weil wir dann ja mit dem GT2 in Sektorschuhe antreten. Da werden wir dann, ja, dann auf selben Niveau sein. Aber wir haben einfach mehr Leistung als Ray Krieger hier im M3E92. Für die Runde 4 Sekunden knapp schneller. Ein bisschen viel Handbremse jetzt eingesetzt, aber lieber den Einstieg verhindern. Einschlag verhindern. Oh ja, so wie Ray Krieger das gerade gemacht. Erste Kurve, Abflug in den Reifenstapel. Für den Grip King, das ist kein guter Einstieg hier. Der blamiert sich so ein bisschen. Ich muss auch sagen, dass seine Jungs bislang auf jeden Fall sehr stark waren. Insbesondere Rudy Chan im Turbo Porsche. Der war wirklich arschschnell. Also der hat mir wirklich so oft gezeigt, was er drauf hat. Ich habe hier den einen Renntag, den wir hier vorhatten, nochmal neu fahren dürfen. Und ey, Alter, hat der mich Nerven gekostet, der Junge. Der hat mich wirklich Nerven. Ich bin auch jeden Renntag dann am Ende mit dem R34 gefahren. Weil ich einfach den Allradvorteil brauchte, weil mit dem GT2 war ich dann einfach in den Kurven zu langsam. Sieht momentan sehr, sehr gut für uns aus, dass wir hier Ray Krieger in seinem ersten Rennen ein bisschen vorführen. Das wäre natürlich ja, mehr als traurig. So, einmal die Zeit verbessert. Hälfte des Rennens rum. Ein leichter Einschlag, gibt aber keinen Schaden, alles gut. Einmal schön hier mit der Handbremse rein in die Kurve. Ich denke, er ist mal sogar schneller, als wenn ich hier normal reinbremse.
So, in der Runde wird er natürlich jetzt nichts leisten können. Sind wir gespannt, ob er vielleicht in Runde 3 nochmal was raushaut. Ist ja nicht unwahrscheinlich. Er ist immer in der Grip King, er ist der Meister in dieser Klasse. Mit seinem M3-92, den ich mega sexy finde. Ich muss sagen, das Design auf dem Ding ist super geil. Schon wieder der erste Kurve eingeschlagen, aber was hatten wir für ein Problem mit dem Reifenstapel da? Ich überlege gerade nur, ob wir die Leistung überhaupt anpassen dürfen. Ich glaube nicht, ne? Ah, wir müssen mal gucken, wo der Leistungstechnisch so ungefähr steht. Weil, wie gesagt, ich würde gerne die King-Fahrzeuge nutzen. Die Sache ist halt, wenn die Leistungstechnisch vollkommen untermotorisiert sind, was ich gerade die Vermutung habe, dann wird es natürlich schwer, die hier als gegen den Showdown King zu nutzen. Dann müssen wir aber nur gucken, wie wir das machen. Wir wollen ja natürlich auch, ja, konkurrenzfähige Fahrzeuge nutzen. Und man darf die ja nur verändern, wenn man eben eine neue Blaupause anlegt. Dann ist das Design leider weg. Ich würde ja gerne. Ja, die Designs der Jungs fahren. Jetzt weiter geht bei Runden wir Ray Krieger gerade. Ist immer noch in Runde 3 unterwegs. Und auch die Runde wird nicht schnell. Da er leider ein bisschen verkackt hat. Also da ist er jetzt gerade schon jedes Mal in der ersten Kurve in den Reifenstapel eingeschlagen. Und aufpassen, dass das jetzt hier in der vierten Runde wieder passiert, weil die anderen sind wir auf jeden Fall mehr als locker durch. Da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen, dass da irgendwas an der Zeit sich ändert. Können wir jetzt hier auch ruhig machen eigentlich. So, geht es in die erste Kurve. Ja, diesmal hat er es geschafft. Diesmal ist er nicht eingeschlagen. Aber ich glaube, meine 1-1-4 ist schon relativ stark gegen ihn. Das dürfte, wenn es nicht schief geht, eigentlich reichen. Deswegen ballern wir das Ding jetzt übers Ziel. Das dürfte die erste Runde und der erste Sieg sein. Rennen Nummer 1 von 3. Ist damit unsers, haben wir uns damit geholt. Sehr, sehr gut. So muss das laufen. Und das versuchen wir jetzt zwei Rennen weiter zu machen. Aber hallo, absolut. Ja, da wollen wir nochmal gucken. Zweites Rennen, Sektor Shootout, jetzt im GT2. Da werde ich auf jeden Fall ein bisschen meine Probleme bekommen. Ja, wollen wir mal gucken, ob er sich da wieder zurückmelden kann. So, das Schöne ist, wir starten auch hier gleich. Deswegen heißt, wenn ich am Start schon abziehen kann, können wir uns den ersten Sektor holen. Das werde ich auf jeden Fall auch probieren. Da kann ich mich schon innen durch. Das ist wieder der Vorteil, wenn man jetzt hier eben gleichzeitig fährt, dass ich jetzt gerade der Erste sogar mal auf der Runde bin, was wir bisher noch kein... Alter, komm Porsche. Bei keinem Sektor Schuhe hatten, dass ich mal in als erstes auf die Strecke gehen darf. Leider habe ich das jetzt auch schon nicht mehr gehabt. Ist natürlich auch die beschissenste Strecke für den GT2, um ehrlich zu sein. Der GT2 ist ja eigentlich vollkommen fehl am Platz. Ja, trotzdem holen wir uns den Punkt. Er hat natürlich den ersten Anlauf dahin bekommen. Dann rutsche ich wieder ein bisschen weit raus. Ich muss eigentlich noch meine Leistung konzentrieren, weil die hat der GT2. Mehr als genügend, wie wir ja wissen. Ja, haben es leider nicht geschafft, schade. Das führt im Moment jetzt auch. Wie gesagt, in dem zweiten Rennen habe ich ja gesagt, da wird er nicht mehr so einen Nachteil haben. Da ich halt jetzt hier mit meinem Heckangetriebenen GT2 an den Start gehe. Aber da haben wir wieder Punkte geholt. Wenn jetzt noch ein bisschen Lücke lässt, können wir auch hier wieder reinstechen. Und können auch nochmal den ersten Sektor locker flockig verbessern, sehr gut. Das ist halt interessant, dass man bei den King-Rennen halt wirklich gleichzeitig mit den Jungs startet. Das ist natürlich bei Sektor, Shootout und Zeitfahren, aber so bei Sektor-Shootout natürlich ein massiver Vorteil, wenn man es dann richtig anstellt. Nochmal Punkte geholt. Versuchen wir mal den einen Sektor, den er jetzt hier aktuell in Führung hat. Vielleicht auch mal den jetzt auch holen können, weil dann gibt es nämlich nochmal 500 Punkte oben drauf fürs Dominieren. Die hätten wir natürlich sehr gerne. Wir haben auch viermal Nitro, aber die kann ich auf dieser Strecke einfach überhaupt nicht mehr zur Stadt ziehen. Vielleicht. Aber dann haben wir eigentlich für die erste Kurve schon zu viel überschossen. Momentan dominieren wir sowieso so stark, dass ich hier keine Sorgen machen muss. 2700 zu 1040 Punkten. Das ist schon mehr als deutlich, was wir hier gerade vorführen. So, letzte Runde. Einmal nochmal mit dem GT2 hier. Vollgas über den Track, auch hier nochmal Punkte geholt. Und der Grip King wird vorgeführt. Das ist alles, was hier passiert.
Er hätte mal lieber seine Jungs ins Rennen geschickt. Wie gesagt, Rudy Tran im Turbo, der hätte mir auf jeden Fall gezeigt, wo der Haken hängt. Der Hammer hängt. Der Haken hängt. Der soll mich zeigen, wo der Haken hängt. Ich möchte keine Jacke aufhängen. Der soll mir zeigen, wo der Hammer hängt. Hier nochmal nicht mehr verbessern, aber das ist jetzt auch nur noch Formsache, um sich hier noch zu verbessern, weil er kann so viele Punkte gar nicht mehr rausholen. Das Thema ist gegessen. Auch das zweite Rennen haben wir gewonnen. Das dritte Rennen ist ein Rundkurs gegen ihn selber. Also da fahren wir nochmal Head-to-Head. Ja, hier oben auch nochmal Punkte. 3500 Punkte jetzt hier. Das ist ein massiver Vorsprung. Mehr als das Dreifache an Punkten. So krassen Sieg hatten wir bisher noch nie. Aber Sieg auch daran, weil wir noch nie natürlich erst in Sektoren reingekommen sind. Ja, und das ist der Sieg. Locker flockig. Wo ist die Konkurrenz? Wo ist die Konkurrenz, fragt man sich da. Keine Chance für ihn. Absolut. Haus auch gewonnen. Oh ja. So, ab geht's ins Finale Grip-Rennen gegen Ray Krieger. Das finale Rennen gegen den King. So, Grip-Rennen, ab gegen die Post, dann wollen wir mal. So, Startvorteil haben wir natürlich jetzt immer wieder im Allrad R34 unterwegs. Und die Strecke, die kennen wir mittlerweile. Der letzte Renntag hat uns diese Strecke mehr als oft genug nahe gebracht. Deswegen, das ist mittlerweile hier unser Haus- und Hofstrecke jetzt hier mit dem R34. Die Framerate ist auch nicht mehr so Haus- und Hof, hier hat auch nicht mehr Bock. Ray Krieger, ich glaube, der erste Kurve schon ein bisschen versemmelt, der kommt ein bisschen weit raus. Und wir müssen jetzt hier dieses letzte 4-Runden-Rennen noch schlagen, dann können wir uns die Krone aufsetzen. Als neuer Grip King. Das wurde dann mehr als verdient. Weil der eigentliche Grip King wirklich gar nicht mal so stark ist. Also seine Jungs, wie gesagt, die haben mir in den Rennen zuvor deutlich mehr Paroli geboten. Insbesondere Rudy Tran, wie gesagt, im Turbo. Auch der GTR-Prototyp im letzten Renntag war saustark. Und wenn er nicht hier zu den Grippern das gehört, der war ein alleinstehender Fahrer. Aber er hat trotzdem mal gezeigt, was so geht. Der 3,92 macht dann doch hier, ich glaube, dem Duell ein bisschen das Leben schwer. Und da haben wir auch gleich schon die erste Runde rum. Und das auch mit einem absolut deutlichen Vorsprung. Ja, hier wird nur noch vorgeführt. Hier wird sich die Krone einfach total verdächtig, verdient geholt. So muss das laufen. Da habe ich ein bisschen mehr Herausforderung gehofft. Wie gesagt, weil die Renntage vorher auch so knackig waren, dachte ich so, oh, das wird noch gegen Ray Krieger schwierig. Aber Junge, das war mit was ich am leichtesten Rennen der ganzen Karriere. Hier im Grip-Bereich. Nächste Folge geht es damit. Ja, in der nächsten Kategorie weiter. Schauen wir, suchen wir da noch eine aus, wenn wir mal Gespräch übernehmen. Für Speed müssen wir uns hier immer noch ein zweites Auto aufbauen. Aber ich möchte ja für jede Kategorie zwei Autos haben, die wir da am Ende in den Renntagen antreten. Hier bei Grip war es hier der R34 GTR und eben auch unser 911 GT2. Und am Ende der R34 war das bessere Auto, muss ich sagen. Also der fährt sich halt angenehmer, dank dem Allradantrieb ist er halt deutlich berechenbarer und angenehmer in den Kurven zu fahren. So, ab geht's, vorletzte Runde. 28 Sekunden Vorsprung im Moment hier rausgefahren. Ich will nicht behaupten, dass wir in der eigenen Welt fahren, aber der R34 zerstört hier gerade den M3 vollkommen. Guck mal, diesen Vorsprung, das ist ja der Wahnsinn, ey. Da fahren die gerade in unserer eigenen Welt. Aber diese Welt gefällt mir sehr gut. Und Ray Krieger hatte total Schaden, da ist der King sogar im letzten Rennen raus. Jetzt kann ich ja komplett entspannt fahren. Was zum Geier. Da schmeißt der King das Auto im letzten Rennen weg. Das ist ja der Wahnsinn. What the fuck. Ja, damit haben wir jetzt einen sehr entspannten letzten Lauf. Wir brauchen uns auf nichts mehr groß konzentrieren. Das Ding ist durch. Irgendwo hier steht der M3. Ja, er ist zu weit rausgekommen, hat sich hier aufs Dach gelegt. Das gibt's ja gar nicht. Der King macht einen Fehler. Ja. Und damit brauchen wir jetzt nur noch eine entspannte Führungsrunde fahren. Jetzt können wir so eine kleine Ehrenrunde drehen eigentlich. Weil das Ding ist gegessen. Der King ist besiegt. Also ich meine, das ist auch ein Totalschaden da nicht, aber wenn wir ehrlich, ich hatte bisher hier keinen. Den können wir jetzt auch ganz entspanntes Rennen angehen. Wie gesagt, jetzt brauche ich mir auch kein Risiko mehr gehen. Ich versuche den R34 Teil hier nach Hause zu bringen. Das denke ich mal, das
Es vernünftig nebenbei mit beiden Autos keine Schäden gab in beiden Rennen, in allen drei Rennen so rum. So, die letzten Kurven hier. Hier weg aufhacken. In unserem lila R34 geht er her. Ein bisschen weit raus. Einmal am King vorbei, ja, der wird sich das Ganze hier schön anschauen dürfen, wie er jetzt gerade hier, der da vollkommen gedemütigt wird. Und dann war es noch eine Kurve, ein schöner Nitro-Stoß. Und dann ist das Ding durch, dann sind wir neuer Grip King. Jetzt einmal noch Nitro durchgeladen. Und da holen wir uns das Ding ohne Probleme. Ja, gab es gar keine Gegenwehr mehr am Ende. Das war mehr als locker am Ende verdient geholt. Ja, und da ist unser neues Baby, der M3E92 von Ray Krieger. Und wir kriegen noch 50.000 um drauf. Und der ist leistungstechnisch echt nicht gut unterwegs. Eieieiei. Aber damit haben wir Ray Krieger besiegt und haben ein neues Fass für Grip. Ich will mal kurz gucken, wie gut ist denn der im Vergleich zu unseren Babys. Eieieiei, der ist echt schwach. Aber es wäre eine Herausforderung, damit am Ende Rio zu besiegen. Es wäre echt eine Herausforderung, mit den King-Fahrzeugen am Ende Rio zu besiegen. Was haben wir denn drauf? 470 PS, der ist echt nicht stark. Aber wir gucken mal. Vielleicht, wie gesagt, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Wir können ja mal schauen. Nächste Folge geht es auf jeden Fall weiter mit einer der nächsten Klassen. Ich guck mal gucken, mit was wir loslegen. Ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der kommenden Folge hier bei Nivo Street Pros wieder. Bis dann. Tschö, tschö.